Hallo Leute, es sei gegrüßt, ich bin's, euer Didi Myros the Shape, und ich heiße euch jetzt willkommen beim Pepel in seiner Gartenhütte, und ich freue mich echt mega darüber, halt eben dieses Mystery Unboxing Video jetzt machen zu dürfen. Und vorher hoffe ich doch, dass es euch allen dort da draußen gut geht, dass es gerade dir gut geht, und ich freue mich auch mega darüber, dass du dir die Zeit nimmst für dieses spezielle Video, zumal es halt eben mal wieder ein Mystery Unboxing Paket Video ist. Hier ist das Paket vom lieben Torge. Dieses gilt es halt eben hier heute hier vor der Kamera zu öffnen. Auch hier werde ich halt eben ganz kurz, ja, ich habe hier auch schon die Adresse, ja, kann man das sehen, unkenntlich gemacht. Hier kann man halt eben sehen, ja, dass ich in Siegen wohne und der liebe Torge aus Stur kommt bei Bremen. Ja, aber bevor ich halt eben dieses Video öffnen werde, werde ich ganz kurz, ja, auf mein Pullover hier drauf eingehen. Sieht man das? Halloween 4, mega cool. Ist übrigens aus dem Taco und das war auch gar nicht so teuer. Also falls euch das interessiert, wo ich diesen Pullover hier habe, den hat mir die liebe Mandy gekauft, ne? Ja, ne, so zwischendurch auch geschenkt, und ich freue mich echt mega darüber, diesen jetzt hier in diesem Video tragen zu dürfen. Ich hatte ja gesagt, dass ich halt eben dieses T-Shirt vom Sascha, vom lieben Sascha, anziehen werde, aber das habe ich halt eben heute vergessen, ja. Nichtsdestotrotz habe ich dennoch was vom Sascha dabei, und zwar diese Rockstar in Blau. Diese werde ich jetzt auch mal hier öffnen, mir einen Schluck gönnen, bevor ich halt eben an das Paket gehe. Prost. Ja, zum lieben Torge. Ja, den Torge habe ich kennengelernt als Abonnent meines Kanals, beziehungsweise halt eben auch über Facebook, und dann hatten wir uns auch mal auf ein Event getroffen. Das war auf dem Weekend of Hell 2019, war das, glaube ich. Ja, da war der Torge auch vor Ort gewesen. Ich glaube aber auch schon 2018 hatten wir uns mal dort angetroffen. Auf jeden Fall eine eher witzige Story, muss ich euch mal erzählen. Der Torge und ich hatten uns angestellt bei Nick Castle zur Autogrammstunde. Und ja, ne, Nick Castle hat für mich sein Steelbook signiert und hat halt eben eine Widmung drunter gesetzt, Torge. Und das Coole daran ist, oder das Witzige, wie auch immer, der hat seinen Namen falsch geschrieben. Also Torge wird mit T geschrieben, ja, wie es halt eben hier auf diesem Paket zu sehen ist, hier Torge. Und er hatte es mit D geschrieben, Dorge, ne. Voll witzig, dann hat er einfach nur das D durchgestrichen und davor halt eben ein T gesetzt. Richtig cool. Ja, ist ein ganz lieber Mensch, er ist halt eben auch unter anderem Sänger, er hat eine sehr coole Stimme, er ist halt eben auch auf YouTube unterwegs, und seinen Kanal werde ich auf jeden Fall unter diesem Video, unter der Videobeschreibung auch verlinken. Ja, der Torge hatte am Freitagabend dieses Paket weggeschickt, Freitagabend wohlgemerkt, und am Samstagmorgen war es halt eben dann bei mir zu Hause angekommen. Ja, wir hatten kurzzeitig telefoniert und er hatte mich richtig heiß gemacht, dieses Paket zu öffnen, zumal er gesagt hat, erstens, wir haben dir ein Paket geschickt, wer auch immer wir ist, das werde ich auf jeden Fall in diesem Video erfahren, zumal der Torge halt eben auch einen Brief dort reingelegt hat, für mich persönlich, und ja, auch er meint halt eben, ich müsste eigentlich gar kein Video machen, ich könnte das für mich frei entscheiden, ob ich das halt eben vor der Kamera auspacken werde oder eben nicht, und ich habe mich halt eben auch entschieden, dies vor der Kamera zu machen, zumal ich halt eben dann meine Freude ihn damit ja, ne, zeigen möchte, beziehungsweise euch daran gerne teilhaben lassen möchte, und dies halt eben einfach eine kleine Dankbarkeit von mir ist an euch, sage ich jetzt mal, ne. Er hat mir auf jeden Fall dort was reingetan, was extra aus London nach Deutschland eingeflogen worden ist, ja, und da bin ich echt mega gespannt, soll auf jeden Fall irgendwas von Halloween sein, ja, und ja, ich würde sagen, ich folter mich jetzt nicht mehr langsam darauf hin. Ich werde jetzt halt eben dann dieses Paket nehmen. Hier habe ich auch ein Knipschen, heute in Blau. Und werde halt eben jetzt mal ans Eingemachte gehen, ne? Ich mache mal hier einen Schnitt. Hier einen Schnitt. So, Achtung. Und dann muss ich halt eben gucken, wo ich halt eben dann hier weiter aufschneiden kann. Ich will ja auch nichts kaputt machen. Hier ist auch übrigens mein Sam. Und werde halt eben dann, ah, okay, hier geht es halt eben dann weiter. Hier den Schnitt fortführen. Und er meinte halt eben, hier wäre rein freundschaftlich was bei für mich, ne? Und ich bin schon echt mega gespannt. Und wie ich das bereits dir schon am Telefon gesagt habe, lieber Torge, ja, ich kann mich an dieser Stelle vorab schon mal tausendmal und mehr bei dir bedanken. Beziehungsweise bei euch. Ich bin echt sehr neugierig, wie der andere ist. Ich habe da so eine Vermutung, ob das eventuell, ja, ne, der liebe Dennis ist, ne, von dem Kanal der Horrortyp. Zumal ich halt eben weiß, dass ihr halt eben auch unter anderem regelmäßig Kontakt habt. Und ich öffne jetzt mal das Ding. Da ist halt eben auch schon der Brief zu sehen. Ich halte das halt eben mal hier rein. Ja, kann man da was erkennen? Da ist auf jeden Fall ein Brief.
Ich würde sagen, den lese ich doch mal als allererstes vor. Ne? Also hier ist der Brief mit einer Schreibmaschine. Das ist, glaube ich, falsch. Das ist, glaube ich, ein PC geschrieben. Früher gab es ja so Schreibmaschinen. Und auf jeden Fall, ich lese mal vor. Hallo, lieber Didi. Ah, siehst du, Dennis, in Klammern der Horrortyp, und ich haben eines deiner letzten Videos gesehen, in denen du geschildert hast, dass du leider sehr negative Erfahrungen mit Zuschauern deines Kanals machen musstest. Ja, das ist korrekt. Ich würde halt eben auch intensiver gerne in diese Geschichte eingehen, was ich aber jetzt nicht machen werde an dieser Stelle. Zumal ich halt eben dieses Video eigentlich als ein schönes Video in Erinnerung haben möchte. Dieses Video hat uns sehr bewegt. Aufgrund deiner Erlebnisse hast du den größten Teil deiner Halloween-Sammlung abgegeben. Ja, das stimmt. Die scheinst du nun rückgängig machen zu wollen. Da wir dich als Freund betrachten, haben wir uns überlegt, dir eine Freude zu bereiten. Eine Freude, die dir zeigen soll, dass du geschätzt wirst. Ah, okay. Du warst und bist immer so herzlich, freundlich und aufbauend zu uns gewesen, dass wir dir hiermit etwas zurückgeben möchten. Gerade nach deinen Erfahrungen sollte jemand zeigen, dass in unserer Welt nicht nur Lüge und Habgier existiert. Ja, ne? Diese existiert leider viel zu oft. Und ich selber habe halt eben diese Erfahrung müssen. Und das war echt, ja, ne, eine nicht so schöne Zeit, sage ich jetzt mal. Aber wie man halt eben merkt, gerade jetzt, dass ich halt eben wieder auf YouTube zurückgekommen bin, geht es halt auf jeden Fall auch vorwärts wieder. Und da freue ich mich echt mega. Also es ist mir eine Ehre, hier sitzen zu dürfen, wieder zurück zu sein auf YouTube und unter anderem dieses Video bzw. dieses Paket zu öffnen. Und das sollte im Vordergrund stehen. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass ich in Zukunft quasi, ja, dass es förmlich bergauf geht. Du warst und bist immer so herzlich. Ah, Entschuldigung, da war ich eben gewesen. So, Dennis und ich haben zusammengelegt, um dir ein paar Geschenke zu schicken. Ein paar, ah, okay. Die dein Herz als Filmfan sicher höher schlagen lassen wird. Manches haben wir aus London für dich anliefern lassen. Also hier steht es wirklich schwarz auf weiß drinne. Aus London, das war es uns wert. Also jetzt bin ich ja echt mal mega gespannt, oder? Nun wünschen wir dir viel Freude mit deinem Paket. In Liebe und Freundschaft, Dennis, ich kann sogar auch hier euch die vollen Namen gerne zeigen, ne? Dennis Weink und Torge Meyer. Ja, also ich halte den Brief mal hier oben hin und hier irgendwie, irgendwo steht es hier, dass es halt eben irgendwo aus London kommt. Ah ja, genau, hier unten steht es, da kommt es hier irgendwie aus London. Also ich bin echt mega aufgeregt, mir ist auch schon richtig, richtig warm. Ich lege diesen Brief mal zur Seite, hier nach vorne. Und würde sagen, wir packen hier einfach mal aus. In eurem Beisein. Ich werde mal die Kamera ein bisschen hier runterschwenken. Ist das okay? Die meist kann man nicht wirklich mehr so richtig sehen. Aber das ist jetzt auch egal. Spielt jetzt auch gar keine Rolle. Oh, Leute. Boah, Wahnsinn. Der Puls schlägt. Moment mal. 21, 22, 23. Oh, Leute, was kann das denn sein? Nee! Wie geil ist das denn? Ja, diese Edition besaß ich mal in meiner Sammlung und auch diese Edition habe ich mir zurückgeholt vom lieben Murat. Auf jeden Fall dennoch. Sam, schau mal hier, mein Kleiner. Guck mal hier. Halloween. Guck mal hier, Kleiner. Ja, man sieht ihn halt eben jetzt nicht, aber er schaut halt eben gespannt auf diese Box drauf. Ja, Sam, schau mal hier. Willst du mal dran riechen? Auf jeden Fall echt mega cool. Das ist ja die TVX. Nein, ich werd verrückt. Schaut euch das an. Geil, wa? Mit diesen Blinkleuchtdings da Bumster, so nennt sich das, glaube ich, ja. Ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache, zumal wenn man halt eben hinten drauf drückt, dann sollte es eigentlich blinken. Ich muss mal nur mal gucken, wie das halt eben dann hier funktioniert. Das kann ich halt eben dann in Zukunft den Sam und den Hals machen. Dann habe ich jetzt zweimal. Ja, ich schaue mal, ob ich dieses hier nehmen werde oder das halt eben dann vom Sam. Quatsch, das aus meiner anderen Edition oder halt eben diese hier. Ja, auf jeden Fall ist hier, ja, ne, ein bisschen Halloween-Info. Hier ist auch ein Filmcell bei aus dem allerersten Teil. Ich werde das mal hier hochhalten ins Licht, wo man halt eben sehen kann, was das genau ist. Das kann man jetzt ein bisschen schlecht erkennen, auf jeden Fall. Sieht das halt eben anders aus wie bei mir. Richtig, richtig cool. Ist limitiert auf 6000 Stück. Und diese Edition hat hier die Nummer 4542. Und ja, ganz kurz, diese Sachen tue ich mal zur Seite. Hier ist halt eben dann diese DVD drin. Und diese beinhaltet halt eben dann, ja, ne, den Film in seiner normalen Fassung, in der Kinofassung. In der längeren TV-Extended-Fassung gibt es allerdings auch nur auf DVD, nicht auf Blu-ray, ja. Und ja, der Soundtrack mit dabei. Richtig geil. Ich hab's doppelt. Ich freue mich, ja. Zumal ich einiges aus in meiner Halloween-Sammlung mittlerweile doppelt habe.
Und ich tue auf jeden Fall mal das hier. Wird ja cool. Allerdings ist es halt eben nicht aus London. Also dieses Teil kriegt man halt eben auch in Deutschland. Das ist Sam. Mal gucken, ob der irgendwas gehört hat. Ich denke nicht. Auf jeden Fall tue ich das mal zur Seite. Ja. So, und dann gucken wir mal einfach hier weiter, was hier drin ist. Oh nein, wie geil ist das denn? Boah, Leute, seid ihr denn verrückt oder was? Halloween 2018 als Soundtrack-CD. Und zwar in der Extended, in der langen Fassung. Und diesen Soundtrack habe ich als Vinylplatte. Voll geil. Und jetzt habe ich ihn sogar auf CD. Richtig, richtig cool. Ey, tausend herzlichen Dank. Boah, Wahnsinn. Boah, schaut euch mal hier hinten das Messer von Michael Myers an. Das spiegelt jetzt vielleicht so ein bisschen, weil halt eben noch ja, die UVP-Folie hier drum ist. Ne? Richtig cool. Halloween würde sogar perfekt hier ins Hintergrundbild passen. Ne? Von der Hütte. Auf jeden Fall richtig cool. Vielen lieben Dank. Ja, hier ist auf jeden Fall noch mehr drin. Ne? Kann man das sehen? Ja, ich werde auf jeden Fall mal hier weiterschauen, was das hier ist. Das fühlt sich an wie eine Filmedition. Ich habe bald gesagt, ein Steelbook oder sowas. Das schauen wir uns auf jeden Fall jetzt mal an. Oh nein! Wie geil! Halloween 1 als Mediabook. Wie cool seid ihr denn? Boah, Wahnsinn! Das ist von Inkit Pictures. Das ist noch neu in OVP, ja. Und das ist übrigens das deutsche Kinoplakatmotiv, ja. Und das ist Cover B. Richtig geil, ja. Hier ist eine Zwei-Disc-Edition drin. Das heißt Blu-ray und DVD als Combo. Und diese habe ich halt eben noch nicht. Ja, die habe ich noch nicht bei mir in meiner Sammlung. Auf jeden Fall richtig cool. Tausend herzlichen Dank dafür. Und ja, mega, ne? Dann kann ich ja förmlich bald das Kapitel der Halloween Mediabox abschließen. Mir fehlt halt eben nur noch der sechste Teil in Cover B. Ja, sonst habe ich halt eben alle wieder in meiner Sammlung. Und ja, hier ist auf jeden Fall noch mehr drin. Was haben wir noch hier drin? Ich werde verrückt. Ist auf jeden Fall was dicker. Auf jeden Fall habe ich hier sehr viel, ja, ne? Serviettenpapier. Wie heißt das nochmal? Wisch und Weg. Zewa. Kann das sein? Auf jeden Fall. Oh nein. Halloween 2018. In einer VHS-Edition. Dazu muss ich sagen, diesen Film habe ich bereits. Ja, also diesen habe ich auch in dieser Tape-Edition. Dieses limitiert auf 1100 Stück. Und diese Edition oder dieses Exemplar ziert die Nummer 699. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Auf jeden Fall voll mega lieb. Ja, meine Edition ist offen, aber jetzt habe ich halt eben diesen Film doppelt, OVP. Und ja, macht sich auf jeden Fall auch doch sehr gut in meiner Sammlung. Und ich liebe ja so Retro-Editionen. Und gerade hiermit habt ihr mir echt zusätzlich eine richtig coole Freude gemacht zu diesem Soundtrack. Echt mega lieb. Ja, was ist denn sonst noch hier drin? Hier ist noch was drin. Ja, hier genau. Ich glaube, das hier wird halt eben jetzt dieses Teil aus England sein. Was auch immer das hier ist. Ich habe keine Ahnung. Ne? Last but not least, was kann er denn sein? Kann man da schon irgendwas sehen? Halloween 4 und Halloween 5, das passt ja absolut perfekt zu meiner Halloween-Sammlung. Zumal ich halt eben mir neulich die Halloween 4 und 5 Masken von Trick or Treat Studios geholt habe. Und diese besaß ich mal, aber diese habe ich nicht mehr in meiner Sammlung. Ey, ihr seid ja geil. Boah, im Lenticular. Boah, die Teile habe ich damals echt mega krass abgefeiert. Ich finde die echt mega. Zumal halt eben, dass diese gezeichneten Artworks sind, wo halt eben auch Daniel Harris zu sehen ist. Echt super, super lieb, ganz ehrlich. Also Wahnsinn. Ich freue mich derbe darüber. Diese bleiben natürlich OVP, ja. Und ey, toll. Also, boah, Wahnsinn. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Außer tausend herzlichen Dank für den Brief. Also ich schaue auf jeden Fall mal nochmal kurz nach. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe. Nach dem Brief, ob hier noch irgendwas drin ist. Scheint auf jeden Fall nicht der Fall zu sein. Ich lasse das mal hier fallen. Und nee, hier ist noch was drin. Noch was? Also ganz kurz, wir sind ja auf das Thema England, darauf kurz zurückzukommen. Also alles, was ich eigentlich so gerade hier in der Kamera gezeigt habe, ja, ist in Deutschland erhältlich hier bei uns. Außer der Soundtrack, da weiß ich das jetzt gar nicht, ob der hier bei uns noch zu erhalten ist. Vielleicht kommt dieser hier ja aus England, kann das sein? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier ist noch was drin. Ich lasse jetzt auch mal meine Augen zu. Ich werde das jetzt einfach mal hier zur Seite nehmen, mich überraschen lassen, was das ist. Also ihr könnt es erkennen, meine Augen sind komplett geschlossen. Ich muss mal kurz abtasten, wo meine Dose hier ist. Irgendwo steht es. Ah, hier. Ich muss mal gerade kurz einen Schluck trinken, okay. Jetzt rasen und das hier fördert das sogar noch. Stelle ich. Oh.
kurz zum. Ich lasse auch. Auf jeden Fall werde ich jetzt mal einen Blick riskieren. Alter! Wollt ihr mich jetzt verarschen? Boah, fuck, Mann! Halloween 5 als Vinylplatte. Boah! Da bleibt mir echt die Spucke weg. Boah, ist das geil. Echt, boah. Oh, joi, joi, joi. Boah, Wahnsinn. Leute, das ist Mondo exklusiv. Boah, ich muss nicht kaufen. Ey, dass ihr das für mich gemacht habt, ey. Wahnsinn. Also. Also, ihr habt ja mein Video gesehen, dass ich mittlerweile Vinylplatten voll abfeiere, ne? Und dass da draußen zwei absolut liebe Menschen sind, die sich Gedanken gemacht haben. Gedanken darüber. Ich muss jetzt erst nochmal die Worte fassen, die ich halt eben sagen möchte. Boah, tut mir jetzt echt leid, ja, aber. Jetzt spricht gerade halt eben mein Herz zu euch, ja. Also, Leute. Das ist nicht selbstverständlich. Ich meine, all das, was hier auf dem Tisch liegt, ne, hat halt eben auch einen bestimmten Wert. Aber ich will gar nicht wissen, wie teuer dieses Teil war. Und dass ihr euch so Gedanken gemacht habt darüber, um mir diese Freude zu bereiten. Das geht mir sehr nah. Ehrlich. Fühlt euch mal ganz lieb von mir gedrückt dafür. Und man brachte sich an dieser oder in dieser Situation, womit hat man sowas verdient, ne? Und anscheinend war es euch das wert. Und wiederum seht ihr ja selber, wie nah, wie mich das berührt. Und das ist der Wahnsinn. Dankeschön. Vom ganzen Herzen, okay? Boah, das kriegt einen Ehrenplatz in meiner Sammlung. Boah, scheiße. Also hier dürfte jetzt auch nichts mehr hier drin sein. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle dieses Teil auspacken. Soll ich das machen? Oder soll ich das nicht machen? Vielleicht mache ich dazu euch noch eine Freude und mache ein separates Video. Wollen wir das so machen? Und dann kann ich halt eben nochmal auf dieses Video zurückgreifen und für mich euch daran teilhaben lassen, indem ich halt eben dann euch dieses Video separat widmen werde. Auf jeden Fall sieht das so echt mega aus, oder? Boah, Leute. Ja. In euch zwei steckt echt sehr viel Liebe drin. Da können sich echt der ein oder andere eine ganz, ganz große Scheibe von abschneiden. Ganz ehrlich. Ja. Ich bin echt froh, so Menschen wie dich, lieber Torge und lieber Dennis, in mein Leben oder an meinem Leben teilhaben zu lassen. Ich wertschätze sowas natürlich enorm und bin euch sehr dankbar. Wirklich. Und es wäre mir eine Freude, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal zu dritt an den Tisch setzen und uns eventuell sogar mal einen Halloween-Filmabend machen könnten oder halt eben diese Halbplatte uns anhören und einfach mal ein Bierchen trinken oder eine Cola oder sonst irgendwas. Ja, also ihr Lieben, ich muss jetzt erstmal mich selber sammeln, runterkommen und boah, Wahnsinn. Auch noch von Mondo, Leute. Jetzt weiß ich, was die halt eben mit England meinen. Ey, ihr seid krass. Ganz ehrlich, boah, Wahnsinn. Hallo. Ich muss jetzt erstmal verkraften. In diesem Sinne, Leute, ja, ich wünsche euch alles erdenklich Gute. Wir sehen uns in meinem nächsten Video, wenn es wieder heißt. Hallo, seid gegrüßt. Ich bin's, euer Didi. Mach's gut und danke fürs Zusehen und euch auch ganz lieben Dank, lieber Torge und lieber Dennis. Bis dahin, es grüßt euch und fühlt euch mal ganz lieb von mir gedrückt. Euer Didi Meyers. Ciao.